So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht auch richtig. Und ja, ich bin gestern angefangen mit Spitz Toys Superstore Katalog 2223. Da habt ihr mir geschrieben, ihr möchtet gerne die anderen Kataloge auch sehen, die ich da geholt habe. Deswegen mache ich heute das Playmobil Spielzeugkatalog Ausgabe Dezember 2022. Saison 22/23. Also, das ist nun der Playmobil Spielzeugkatalog, was es Neues gibt, wie die Preise sind und. So, dass es natürlich ein bisschen schneller geht, werde ich so unbeliebte Sachen, die ihr so habt, natürlich versuchen schnell zu umgehen. Aber hier so für die 3 Jahre Playmobil sind auch coole Sachen bei. Für die Badewanne. Dieses Playmobil-Spielzeug ist gar nicht mal so schlecht. Also hier vorne ist alles für die Kleinen oder für die Kiddies. Ihr seht es, zwischen 3 und 5 Jahre. Zwischen 4 und 10 Jahre. Jetzt kommen die Polizei. Weil Playmobil hat auch gute Sets. Richtig gut. 4 und 10 Jahre. Das Wasserflugzeug sieht gar nicht mal so schlecht aus und kostet 50 Euro. Wasserflugzeug und das Bötchen dabei. So. Auch noch bis 10 Jahre. Feuerwehrwelt. Ist natürlich immer cool. Doppeldeckerflugzeug, Rennwagen. Okay, die Spiele bis 12 Jahre, von 5 bis 12. Jetzt kommen wir von 6 bis 12. Jetzt kommen wir langsam. Ja, ihr seht es schon. Arbeiterviertel, direkt Hafen, Weltraum, City und die Dino-Welt. Die Dragons, stimmt, die gab es ja auch von Playmobil oder gibt es immer noch. Ja, richtig cool damals gewesen. Da gab es auch diese Playmobil-Figuren in diese Magazine. Dann jetzt hier diese neuen Dino-Risen-Welt. Ist natürlich, ich sag mal so, gewöhnungsbedürftig. Der eine mag sie, der andere mag sie absolut nicht und der andere sagt sich, warum sind die da? Der hasst sie praktisch. Aber es hat alles eine Daseinsberechtigung. So Ritterburgen, die sind schon cool. Ihr wisst ja, ich habe ja auch von Playmobil auf meinem Kanal uralte Flohmarktfunde gemacht. Diese große Pyramide und diese alten ägyptischen, richtig günstig dran gekommen. Ich habe mal danach geguckt, was die heute kosten im Internet. Hammer! Das ist wirklich, da bin ich richtig froh, dass ich das damals mitgenommen habe, obwohl ich so nicht der Playmobil-Fan bin. Sammelfiguren, schaut mal. Mr. Spock, das E-Team. Das ist cool. Das ist echt cool. Die Fußball, naja. Sage ich jetzt lieber nichts zu, weil der eine oder andere mag sie vielleicht. Hot Wheels, die alten. Dann haben wir hier Wasserpark. Das hier sind die Tüten, welche Figuren drin sind. Oh, schaut mal. Afrika-Welt. Was haben wir hier? Kleinkatalog. Wie das riesengroße Haus. Kostet 170 Euro. Okay. 34 Euro. Aber wir sind ja hier in das Große. Bis jetzt die ich eigentlich sehen wollte, noch nicht dabei. Hier ist wieder City-Welt praktisch. Krankenhäuser, Schulgebäude und. Alles zwischen 4 und 10 Jahre. Das große Schulgebäude kostet 180 Euro. Ist natürlich eine Hausnummer, wollen wir ganz ehrlich sagen. Die Pferdefreunde. Obwohl das Farmhaus kostet. Farmhaus, wo bist du? 109 Euro. Und dann gibt es die Zimmer da drinne für 30 Euro. Oh, die muss man alles extra kaufen. Na. Pferdewelt. Oh, jetzt kommen wir Prinzessin und Einhorn. Und Märchen. Okay, diese Tische sind cool.
Oh, Fabelwesen, schaut mal den Baum. Der Baum ist cool. Oh, kostet 100 Euro. Also 99,90. Das ist natürlich eine Hausnummer. Hier mit das Feenbaum, das ist auch nicht schlecht. Kostet 180 Euro. Oh, da bin ich wohl da voll dabei, dass, glaube ich, Playmobil auch die Preise erhöht hat. Ja, der Klassiker. Natürlich von Lego, aber jetzt Playmobil hat den auch. Kostet hier 60 Euro. Ist natürlich cool. Der hat sofort die Beleuchtung bei. Müssen wir schon ehrlich zugeben. Asterixfeld. Ja, das gallische Dorf. Mega, mega cool. Muss ich echt sagen. Das hätte ich mir zum Beispiel persönlich, ist meine Meinung, von Lego gewünscht. Ja, ihr habt richtig gehört, aber es gehört hier nicht hin. Aber trotzdem, das gallische Dorf ist mega cool. Finde ich. Hier oben zum Beispiel der Sänger, 64 Euro. Ah, da gibt es coole. Hier der kleine Asterix Obelix und seine Lieblingsspeise für 20 Euro. Ah, das Boot für 50. Ah, es gibt schon coole Sets, auch diese. Möchte ich nicht zu sagen. 300er SL. 69,95. Hammer. Okay, Tesla T1 Bus. Auch cool. James Bond ist immer der Favorit. Gibt's auch von Lego. Aber hier, Kit, Knight Rider. Eine Legende. 79,99. Ist das Auto, drei Figuren dabei. Dahin so ein bisschen das A-Team. Was habe ich die Serie früher geliebt? Wow. Star Trek. Scotchy, beam mich hoch. Ja, war Kult. Was haben wir hier? Ach, da kommt was Neues. Oktober, Ende Oktober erst raus. Das ist, oh, da die neuen Sachen. Auch nicht schlecht. Also, das war jetzt der brandneue Katalog Playmobil Saison de Dezember 2022. Wie gesagt, ist ein Wunschvideo von euch gewesen. Ich werde natürlich irgendetwas von Playmobil verlinken unter ein Video. Sicher, bequem und günstig. Auf jeden Fall. Alles andere schreibt immer wieder in die Kommentare. Und das Wichtigste ist, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann, wie immer, bis demnächst. Guckt hin und schaut zu.